Ich wollte das Doppelkupplungsgetriebe der neuen Honda CRF 1000 Africa Twin mal abseits befestigter Straße ausprobieren. Natürlich kein Hardcore, A, weil das bei nagelneu ist und B, weil ich die Koffer voll Reisegepäck mitgeführt habe. Ein Doppelkupplungsgetriebe im Pkw-Bereich fühlt sich oft etwas ruppig und unsensibel an. Ein kleiner Impuls am Gaspedal führt oftmals zum ungewünscht vehementen Start. Ganz anders das Doppelkupplungsgetriebe bei der Africa Twin, DCT genannt. Anfahren aus einer Mulde heraus geht problemlos und alle Male sensibler als mit manuellem Getriebe. Kleinere Hindernisse auf dem gewünschten Track werden im Standgas überrollt. Selbst ein Gangwechsel ist durch die Plus- bzw. Minustaste blitzschnell vollzogen, auch wenn der Biker in den Rasten steht. Das Bike kann nicht abgewürgt werden und durch die manuelle Gangwahl kann das Hinterrad durch die Motorkraft sehr wohl gebremst werden. Über 1000 Euro Aufpreis für das DCT-Getriebe ist ein Wort, bringt aber nur Vorteile. Honda ist aktuell der einzigste Hersteller, der modellübergreifend Doppelkupplungsgetriebe anbietet.